Offensichtlich nicht. Ich will hier wieder zurück. Ja, aber das mit dem Einschmelzen, ne, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich mich damit groß beschäftigen werde in Enderal. Glaube ich gar keine Zeit. Was ist mit den Khajiits? Khajiits gibt es hier nicht. Leider. Ja, dann gehen wir jetzt mit Boot auf Reisen. Gehen wir da mit dem Obolus. Pferd stehlen tun wir nicht. Kann ich hier... Das Gesicht kenne ich doch. Danke. Ich weiß. Wirbelstürmen geht's echt toll. Egal. Komm! Bodo, wir gehen jetzt hier hin bei Draster Tapferblut nach dem rechten Sehen. Also nochmal für euch als Erinnerung, was da passiert ist. Als ich in Ark unterwegs war, traf ich die junge Galeriebesitzerin Erika Tapferblut. Sie wirkte mitgenommen. Als ich sie ansprach, erfuhr ich den Grund dafür. Ihre Mutter, eine angesehene Malerin, die sich auf Porträts des Arker-Adels spezialisiert hat, aber abgeschieden in Düstertal lebt, hat vor einigen Monaten den Kontakt zu ihrer Tochter abgebrochen. Nun steht die Galerie kurz vor dem Bankrott. Ich bot Erika an, in der Hütte nach ihrer Mutter nach dem Rechten zu sehen. Das war passiert. Und jetzt schauen wir mal, ob wir rausfinden, was mit ihrer Mom passiert ist. Dafür werden wir ein bisschen länger reisen, glaube ich. Ja, wir halten uns am Wasser und wenn das Wasser aufhört, müssen wir rechts hoch. Werden ein bisschen länger unterwegs sein, aber ich möchte dringend wissen, was mit ihrer Mom passiert ist. Und warum laufe ich jetzt falsch? Muss der arme Bodo wieder durchs Wasser. Aber immerhin, Bodo kann schwimmen. Bodo kann immerhin schwimmen. Ich bin stolz auf dich, Bodo. Ob wir jetzt hier jemals wieder hochkommen, ist die andere Frage, aber... Oh, der Bodo hat die Skills, die Glitch-Skills. Und wir haben den Wachturm entdeckt, krass. Junge, Junge, Junge. Der Bodo hat die Skills. Und der Bodo kann auf einmal übelst lang laufen. Warum kann der Bodo auf einmal so lang laufen? Der hört ja gar nicht mehr auf zu laufen, der Bodo. Hammer. Sehr eleganter Schwimmstil. Ich sag ja auch, beim Laufen muss man mal achten, was der Bodo für eine Eleganz beim Laufen hat. Schau dir diese gespreizten Beine. Schön. Der Bodo hat einfach... Der weiß, wie man sich bewegt. So. Nachbarnamenrepublik. So, wir müssen uns jetzt irgendwie hier auf dem Weg halten. Oh, Bodo! Okay, Bodo hat gekotzt. Das klang stark danach, als hätte Bodo gerade kotzen müssen. Passiert. Manchmal muss man das halt. Bodo, solange wir auf dem richtigen Weg sind, wa? Servus. Ich hätte nicht gedacht, derzeit noch andere auf den Straßen zu treffen. Ja. Dito. Ja, nice. Der Bodo gibt Gas. Hallo, Exekutor. Boah, das ist ja echt ein ganz schönes Stück Weg, ey. Bodo? Ich glaube, wir laufen so falsch, aber hier war nicht wirklich ein Weg, ne? Wir werden ein bisschen durch den Wald laufen müssen, fürchte ich. Warte mal. Hat die Quest nicht 3 Sterne gehabt? Heißt 3 Sterne nicht eigentlich, dass es total schwer ist? Kann sein, dass wir gleich eine Quest machen, die wir gar nicht machen dürfen. Oder sollten. Eher sollten als dürfen. Wir begeben uns ja auch in ein Gebiet, das dermaßen weit weg ist von uns. Das klang nach einem Flammenelementar. Ich möchte verschwinden, bevor der Bodo hier noch geröstet wird. Alter, hier sind übelst viele Wölfe. Ach du Scheiße.
Ich glaube, wir dürfen hier gar nicht sein. Ah, wir sind auf dem richtigen Weg. Hoffentlich begehen wir keinen Fehler dadurch. Burg. Die Burg erreicht, sehr gut. Aber wir ignorieren die Burg. Wir werden uns wirklich nur an das Questziel heften. Da bin ich ausnahmsweise mal super, super, super fokussiert. Aber ich glaube, wir gehen hier. Okay, da kommt wieder Sound. So, Bodo. Bodo muss viel springen. Was ist hier für ein Heli-Landeplatz? Oh, oh. Bodo! Spring! Ich glaube, das sind keine Freunde hier, ne? Nope. Und ich dachte schon, das wird heute... Wow! Oh! Hilfe! Bodo! Auf! Ich glaube, wir sollten hier nicht hin. Das war so sehr eine dumme Idee. Oh, scheiße, Mann. Auf, Bodo. Wahrscheinlich können wir die Quest doch da gar nicht machen, wa? Könnte gut auch sein. Gute Nacht, Galafa. Ein Bär! Göttlich liebe den WoW-Bären-Sound. Okay, wir sind bald da, immerhin. Oh, was bist du denn? Oh Gott, was für ein Elementar ist das denn? Da ist so ein Würnwurz, aber den kann ich mir jetzt nicht schnappen. Oh, hier sind ein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, verlassene. Oh Gott, eine Sackgasse. Oder auch nicht. Scheiße, was machen wir nur? Was machen wir hier nur, Leute? Okay. Wir sind offensichtlich ziemlich viel... Oh, da ist es. Ein Waldelementar. Es ist unsichtbar. Wir dürfen hier noch gar nicht sein. Oh mein Gott. Okay. Okay, wir dürfen hier noch nicht sein. Das sollte ich vielleicht... Vielleicht sollte ich brav sein und keine Quests machen, die 3 Sterne haben. Da sind wir zwar jetzt den Weg umsonst gelaufen, aber wenigstens wissen wir jetzt, dass wir hier noch nichts verloren haben. Gut, dass wir Quests kriegen für irgendwas, wo wir noch überhaupt nichts verloren haben. Das ist halt... Na gut. Wir sind ein Stückchen schlauer geworden, das muss passen. Was machen wir denn dann questtechnisch? Also das geht ja offensichtlich nicht. Hatte das hier eine Karte? Nee, ne? Was ist mit der Klar... Oh, stimmt! Dieses Schönheitselixierzeug, diese Klarwasserhöhle, wo war die denn? Oh, die ist nicht so weit entfernt. Oh, das hätte man aber lieber vom Flussheim machen sollen, ne? Hm. Möglich. Wir könnten auch einfach... Wisst ihr was? Wir machen mal Folgendes für heute. Wir machen... Wir machen jetzt noch Main Story. Wir machen jetzt noch ein bisschen Main Story. Und dann ist auch gut für heute. Wir machen jetzt noch eine große Main Story Quest. Die wird wahrscheinlich eh noch ein bisschen dauern. Dann sehen wir mal, was passiert. Also wir kehren jetzt quasi zu Jesper zurück. Wir haben ihn ja am Marktplatz schon getroffen.
Ich liebe diesen Anfang, der immer so klingt, als würde Morrowind starten. Was gibt es? Da haben sie sich wohl leicht inspirieren lassen. Hallo? Hallo? So ein bisschen kenne ich mich sogar schon in Ark aus. Also ich weiß zumindest, wo mich welche Tür hinfindet, ohne dass ich ein GPS-Ding habe. Das ist schon okay. Grip? Das war ein klassischer Fall von RIP. Passiert. Passiert, passiert, passiert. Das macht nix. Können wir das einfach nochmal machen? Ja, das kommt super selten vor, dass es in der Ladezeit abstürzt. Noch mindestens 3 Stunden, aber heute sicherlich nicht. Heute sicherlich nicht. So, siehst du, wir haben Autosave hier. Was gibt es? Schauen wir mal. Wir safen jetzt quasi vor der Tür. Hier gibt's nochmal die mit den... Schreitet wohl. ...Augen. Monsieur. Monsieur. So, quasi ein Quick-Save davor gemacht. Mal sehen, ob es wieder abstürzt. Ja, ich werde das Ambrosia nicht vergessen. Da holen wir uns bei Zeiten mal 3 Stück. Siehste, passiert nichts. Alles gut. Ich glaube, er saß hier. Seht, seht, wer gekommen ist. Konntest du dich zurechtfinden? Diese Stadt kann ein Labyrinth sein, wenn man sie nicht kennt. Ich bin große Städte gewöhnt, insofern passt schon. Ach ja, du kommst aus Ostian. Hätte ich fast vergessen. Mensch. Sie haben etwas Faszinierendes, diese Orte, nicht wahr? Hier kann man hoch hinaus, aber genauso tief stürzen. Und überall pulsiert das Leben. Ja, das stimmt. Natürlich stimmt es. Hier, zieh das an und folg mir. Und ja, es ist notwendig. Vertrau mir einfach. Was? Stahlschwert wurde von der Ausrüstung entfernt. Edle Sachen wurden hinzugefügt. Was? Alter, er hat mir... Ach stimmt, diese ganzen Stäbe habe ich noch. Die hätte ich auch noch verkaufen können, aber die konnte ich nicht verkaufen. Warum hat er mir meinen Scheiß... Hä? Habe ich das automatisch angezogen? Oh ja, habe ich. Wie sehe ich denn aus? Kinder und Greise... Zum Teufel! Wir gehen ins Adelsviertel. Ja, so sehen wir ja auch mittlerweile aus, ne? So, oder sehen so die Adelsleute aus? Naja, ich weiß nicht so wirklich. Fancy Look auf jeden Fall. Da kann man schon leicht schwach werden. Und wo ist Jesper jetzt hin? Hä? Jesper? Hätte ich gar nicht ins Adelsviertel gehen sollen? Weiß ich nicht. Wir streamen morgen Dark Souls 2 den DLC zu Ende.
Und Enderal vermutlich... Ach, ich habe ihm wahrscheinlich den Weg blockiert oder so. Sorry. Und Enderal dann wahrscheinlich erst am Wochenende wieder. Insofern ich am Wochenende da bin, was ich noch nicht weiß. Das stellt sich morgen raus. Ausgesetzt, ich denke mal dran, das zu erledigen. Aber das kann ich euch dann morgen Abend sagen. Morgen auf jeden Fall 17 Uhr Dark Souls 2. So, lauf weiter. Wir mit unserem fancy Outfit. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ne? Denkt dran, das ist jetzt Main Story hier. Also, wegen dem Fieber. Normalerweise ist es so, dass sich Magiebegabte beim Orden melden und dann ein Training überstehen müssen, das sie lehrt, mit der Magie umzugehen. Der Kaschleiter, so nennen sie es. Mit ihnen mindert sich das Fieber dann auf ein erträgliches Maß und der Magier wird in eine Art Register eingetragen. Es gibt angeblich auch andere Möglichkeiten, aber das kann dir mein Auftraggeber besser erklären als ich. Okay, ich mache alles, was du sagst, weil wir wollen das Fieber ja loswerden. Kasernenviertel? Da waren wir noch gar nicht. So, gleich sind wir da. Tatsächlich, im Kasernenviertel waren wir noch gar nicht. Mal gucken, was da geht. Ach, die Musik ist so schön. Jetzt habe ich rausgetappt, weil ich auch immer wieder raustappen muss. Aber da die Musik läuft, ist alles gut. Was ich eigentlich tun wollte, ist jetzt nicht mich doppelt hören, sondern ich wollte... Für alle, die es noch nicht wissen, unten unter diesem Stream steht ja jetzt seit neuestem... quasi das Programm für die Woche. Und da wollte ich noch ganz schnell statt aktuelles Projekt mal schnell schreiben, weil ich es ja jetzt weiß, dass morgen Dark Souls 2 DLC Nummer 3 kommt. Denn dafür ist ja diese neue Rubrik unter diesem Stream da. Einfach mal runterscrollen, dann wisst ihr quasi Bescheid. So. Jesper, wie sieht's aus? Ich bin da. Ich warte auf dich. Mit meinem fancy Look hier. Da geht gar nicht. Servus. Ich bin da, Jesper. Du musst keine Sorgen haben. Jesper, kommst du an dem vorbei oder muss ich schieben? Wow, gehen wir jetzt echt Gänsemarsch? Alles klar, Gänsemarsch. Schöner Gänsemarsch. Fehlt nur noch jemand, jetzt den wir an die Hand nehmen können. Eine Pfeife, Friedenskraut. Ach, warum muss das so teuer sein? Jetzt komm, Jesper, ich stehe hinter dir. Mach hinne. Achso, da freut mich, dass es dir gefällt. Ich habe auch hier richtig viel Spaß. Alter, wow, okay. Servus. Der Sonnentempel. Hinter diesem Punkt sind nur Hüter des Ordens oder Personen mit ausdrücklicher Genehmigung zugelassen. Wer seid ihr und was führt euch zu diesem heiligen Ort? Geschäfte. Ich bin Jesper Dalvarek und arbeite für die nerimesischen Magier. Ach richtig, der Söldner. Und wer ist eure Begleitung? Marigio de Luna aus Ostian, erhabener Inhaber von de Lunas Imperium der zarten Düfte, der angesehensten Parfümerie Vins. Erzmagister Merayil beauftragte mich, ihn hierher zu eskortieren. Hat er euch nicht informiert? Der Erzmagister? Aber, gut, das sieht ihm ähnlich. Ihr dürft passieren, aber zollt diesem Ort den Respekt, der ihm gebührt. Okay. Auch ihr, Maesair de Luna. Hab Dank. Ja, Wulvarus de Luna, ist klar, ne? Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenskraut. Weißt du Bescheid?
Warum muss das Zeug so teuer sein? Die Villa Luna quasi. So! Ihr gehört nicht hierher. Okay. Aber ich bin trotzdem da. Schreitet wohl, Maesir. Dankeschön, ihr auch. So, schauen wir doch mal, was im Sonnentempel auf uns wartet. Gute Nacht, Givi. Aber Parfümverkäufer ist natürlich ein geiles Alibi quasi. Um hier rein zu dürfen. Weil der Erzmagister scheinbar sehr gerne Parfüm benutzt. Mann, hallo. Ihr gehört nicht zum Orden. Was tut ihr hier? Dich angaffen. Das lief ja besser als erwartet. Ja, Mariccio de Lunas Imperium der zarten Düfte. Hey, es hat funktioniert. Keiner wird jemanden verdächtigen, der bereits kreativ im Tempel ist. Mein Auftraggeber ist im Chronikum. Halt dich von den anderen Gebäuden einfach erstmal fern. Den Rest improvisieren wir dann. So, jetzt vielleicht ein paar Worte darüber, wohin ich dich eigentlich bringe. Mein Auftraggeber heißt Konstantin Funkenschlag und ist einer von Narazul Aranteals ehemaligen Magiern, die der Großmeister hier aus Nerim mitgeschleppt hat. Einer der ehemaligen Erzfeinde des Ordens also. Du wirst sehen, er ist ein richtig sympathischer, sanftmütiger Kerl, weshalb er sich hier auch so gut einfügt. Plus, er versteht eine Menge von Magie. Auch die Sorte, die für die heiligen Hüter hier nicht brav genug ist. Deswegen hoffe ich auch, dass er weiß, was es mit deinem Fieber auf sich hat. Also, komm mit. Gut. Gehen wir, Jasper. Da ist das Chronikum ja auch schon. So, ich halte mich gleich mal an ihm. Ihr gehört hier nicht her. Ja, es tut mir leid. Ich muss. Ich bin Parfümverkäufer. So. Da wären wir. Und wo ist er? Nein. Warte. Ihr macht das vollkommen falsch. Ich bin doch nur vorsichtig. Gar nichts müssen wir. Hör damit. Autsch. Mist, verdammter. Himmel, Arsch und Zwirn. Ach, das kommt davon, wenn man Stümper ans Werk lässt. Messer Funkenschlag? Wer seid ihr denn jetzt schon wieder? Ihr hattet mich beauftragt? Der Magister, wisst ihr nicht mehr. Unzuverlässig und stimmt, Sie ja. Josef, der Strauchdieb. Und was ist, hattet ihr Erfolg? Jesper ist mein Name. Und ja, hatten wir. Ich schlage vor, ihr erklärt mir erst einmal, wann ich euch gestattet habe, eure Saufbekanntschaften hier hochzuschleppen. Servus. Soll ich euch noch einmal die Bedeutung der Worte streng und vertraulich erklären? Ihr könnt mir sicherlich eine ganze Menge erklären, aber vertagen wir das lieber auf später. Der Messer hier braucht nämlich dringend Hilfe. Arkanistenfieber. Arkanistenfieber? Was geht mich das bitteschön an? Sollen sich die Hüter mit ihren heiligen Ritualen doch darum kümmern? Und überhaupt, warum das alberne Kostüm? Dieser Mann hier ist besonders. Die Magie in ihm ist ungewöhnlich stark und außerdem ist er Fremdländer. Er kommt aus Nerim, genau wie ihr. Na schön, der Heimatgefühle wegen. Ich hoffe, ihr vergeudet nicht meine Zeit. Mit diesen Götterlämmchen zusammenzuarbeiten bringt einen vernünftig denkenden Menschen wirklich um den letzten Nerv. Der Stuhl da hinten setzt euch hin. Ich sehe mir das mal an. Okay, Nacht, Oschi. Ja, guck dir das mal an. So, das wird jetzt ein wenig kitzeln. Tatsache, das fühlt sich wirklich seltsam an. Vielschichtig und verdammt mächtig. Und ihr wollt mir wirklich erzählen, dass ihr eure Begabung erst kürzlich entdeckt habt? Bei eurer Aura ist es ein Wunder, dass ihr euch noch nicht längst in den blauen Tod verwandelt habt. Erzählt mir, was passiert ist, und zwar alles. Hey, und der blaue Tod.
Verstehe. Also, das mit diesen Visionen halte ich für Unfug. Und da hat euch euer Verstand einfach einen Streich gespielt. Was ja auch kein Wunder ist, wenn man bedenkt, was ihr auf dem Schiff alles erlebt habt. Ihr hattet wirklich Glück, dass euch der Magieausbruch nicht gleich die Rübe vom Rumpf gepustet hat. Okay, und wie genau funktioniert Magie denn nun eigentlich? Was hat es mit diesen Eventualitäten auf sich? Bei allem, was recht ist, ich werde jetzt nicht den Tutor für euch spielen. Wenn ihr etwas über Magie lernen wollt, dann lest etwas von Balidor Goldenstein, er. Der Blick auf das Meer der Eventualitäten. Neben der Realität, die wir gerade erleben, existieren unendlich viele andere, in denen jeder erdenkliche Zustand vorhanden ist. Dieser Raum mit den exakt selben Leuten. Bloß, dass Messer Funkenschlags Bart brennt beispielsweise. Was einen Arkanisten ausmacht, ist, dass er diese Realitätszustände, diese Eventualitäten, zeitgleich zu den unseren sieht und sie teilweise wahr werden lassen kann. Sieh mal einer an, Yusuf. Ihr überrascht mich. Dafür werde ich bezahlt. Wie mächtig ein Arkanist ist, hängt von drei Dingen ab. Welche Eventualitäten er sehen kann, wie gut er sie Wahrheit werden lassen kann und wie gut er zwischen unserer Realität und den Eventualitäten unterscheiden kann. Aber wie bereits erwähnt, lest euch ein. Ich habe keine Lust, meine Zeit mit Unterricht zu vergeuden. Okay, und diese Kuppel auf dem Meer, jedes Mal, wenn ich einen dieser Steine berühre, habe ich das Gefühl, mich an etwas zu erinnern. Das ist vermutlich ein Zeichen, dass ihr weniger Friedenskraut rauchen solltet. Talent und Können, ob nun magisch oder körperlich, entwickelt man nicht durch irgendwelche Erinnerungen, sondern durch harte Arbeit. Auch wenn uns dieses hirnverbrannte endraleische Gerede von dem Pfad und einer Vorherbestimmung was anderes vormachen will. Ja, aber diese Vision, Mann, die habe ich mir nicht eingebildet. Ach, wie ihr meint. Ich auf jeden Fall bin in jetzt fast 50 Jahren intensivstem Studium der Magie noch keinem solchen Phänomen begegnet. Und jetzt? Ach. Alles beginnt mit den Träumen. Was zum Himmel, Arsch und Wolkenbruch? Sieht dieser Raum für euch aus wie das Gesäß einer Hure? Oder warum meint ihr, hier munter rumgrapschen zu können? Diese Dokumente sind vertraulich. Ich wusste, dass es ein Fehler war, den Groschendieb wie euch anzuheuern. Lashiri hatte schon immer... Wenn ich mich recht erinnere, waren es doch Träume, die eure Leute und Thealor Arantheal hierher geführt haben. Oder, Messer? Und du? Du hast mir doch damals erzählt, dass die verschleierte Frau in der Vision diesen Satz gesagt hat. Alles beginnt mit den Träumen. Ja. Was? Ist das wahr? Das stimmt tatsächlich. Aha. Dann, diese Nahtoderfahrung vor eurem Erwachen. Was sagtet ihr doch gleich? Was habt ihr gesehen? Naja, ein gleißendes, grelles Licht, verbrannte Körper und lauter Stimmen. Gut, ich... Das ist seltsam. Aber wie dem auch sei, jetzt zählt ohnehin erst einmal, dass wir eure Magie unter Kontrolle bekommen. Was auch immer ihr da hell gesehen habt, nützt uns nichts, wenn ihr in ein paar Monden die Radieschen von unten betrachtet. Yep. Und wie bekommen wir sie jetzt unter der Kontrolle? Tja, normalerweise ist das ein langwieriger Prozess. Ihr habt dieses Fieber, weil euer Geist von den vielen Möglichkeiten, die ihr nun plötzlich wahrnimmt, überfordert ist. Dieses Ritual, das die Endralea benutzen, um den Blick unter Kontrolle zu bekommen, nennt sich der Gang zum Wasser. Im Grunde genommen bedeutet das, für ein Jahr tägliche, stundenlange Meditation, fades Essen und Abstinenz von allem, was Freude bereitet. Yay. Mit der Zeit lernt der Arkanist dann die Kräfte in sich zu kontrollieren, woraufhin das Fieber immer weniger wird und teilweise sogar verschwindet. Je nachdem, wie sehr ihr auf euren Geist achtet. Wir Nerimesen kennen jedoch eine Möglichkeit, diesen langwierigen Prozess zu umgehen. Eine Abkürzung, wenn ihr so wollt. Ich selbst beherrsche sie zwar nicht, aber eine andere von uns. Sie heißt Lashiri und ihr solltet sie so schnell wie möglich aufsuchen. Hallo Loggi. Eine Abkürzung? Hat es nicht einen Grund, dass dieser Gang zum Wasser so lange dauert? Ja, und der Grund heißt Rückwärtsgewandtheit. Nicht mal die Scientia Sinistra dürfen die Arkanisten hier lesen.
Aber bitte, wenn ihr Lust auf ein Jahr Askese und einen Eintrag im Register, mit dem man übrigens jederzeit euren Aufenthaltsort auf ganz Wind einsehen kann, habt, dann tut es. Mir ist das egal. In Ordnung. Und wo kann ich diese Lashiri finden? In einer Ruine namens Alt-Raschengrad, unweit von Ark. Sagt ihr, dass ich euch geschickt habe, und gebt mir mal eure Karte. So, jetzt müsst ihr schon arg blöd sein, um die zu verfehlen. Am besten, ihr geht umgehend los. Und ihr, Josef, ihr kommt mit mir und zeigt mir, was euer Ausflug an die Sonnenküste ergeben hat. Hoffentlich mehr als ein paar Flaschen Honigwein. Ja, irgendwie ist der Konstantin lustig. Was für ein Kauz, nicht wahr? Aber irgendwie mag ich ihn. Ja, irgendwie muss man ihn mögen, ne? Das bin ich dir für deine Hilfe noch schuldig. Und falls du mal Lust auf Gesellschaft hast, komm einfach im Tanzen der Nomaden im Fremdenviertel vorbei. Ja, da war ich schon. Da werde ich mich bis auf Weiteres einquartieren. Also, viel Erfolg beim Meistern der Magie, mein Freund. Wir sehen uns. Hau rein, Jesper. Und damit sind wir nochmal einen aufgestiegen. Warte, nochmal? Nice. Während der Haupthandlung Enderals habt ihr die Möglichkeit, eure Beziehung zu verschiedenen Charakteren zu vertiefen. Folgt dazu den jeweiligen Quests und Obacht, die Missionen sind nicht ewig verfügbar. Was? Schreitet die Haupthandlung zu weit voran, bleibt der Handlungsstrang mancher Charaktere verborgen. Okay. Optional den Myraden für den Flug ins Interwestel benutzen. Okay. Jeder Tag wie der letzte Teil 1. Jetzt beim tanzenden Nomaden suchen. Also, dann ist das jetzt hier quasi Main Story. Wellensamen. Und das wäre Hauptstory Nebenakt, der irgendwann verschwindet, wenn ich zu weit mit der Main Story voranschreite. Nachdem der Söldner Jesper Dal Varek mich wohlbehalten bei dem nemerischen Magier Konstantin ablieferte, bot er mir an, bei Zeiten auf ein Bier in der Arker Schenke zum tanzenden Nomaden vorbeizukommen. Eine gute Gelegenheit, ihn besser kennenzulernen. Ja, das werden wir definitiv tun, bevor wir mit der Main Story weitermachen. Aus einem ganz simplen Grund eigentlich, weil es ja gerade schon hieß, sollten wir das nicht tun, werden wir... Alter, was hier abging... werden wir einen Queststrang verfehlen oder verpassen. Und das wollen wir selbstverständlich nicht. Ergo werden wir das demnächst mal machen. Haben wir noch irgendwas Neues bekommen, wie zum Beispiel Glimmerstaub, Mana-Schädigen? Also das war das Zeug, das die eine Tussi immer geschnupft hat. Nochmal Mana-Schädigen, Magie widerstehen. Muss ja noch ein paar Sachen nehmen, die wir noch nicht kennen. Rattenfleisch ist Ausdauer wiederherstellen. Schmieröl. War Magie Anfälligkeit. Yay. Okay, das war's aber erstmal. Aua. Und mein Mana ist einfach mal weg. Seht ihr das? Mein Mana verschwindet gerade. Leute, Drogen sind nicht gut. Da verschwindet deine ganze Mana-Leiste. Merkt euch das. Das ist nicht gut. So, was liegt hier? Killed by the... Alter. Killed by the Spoon. Ist das eine Anspielung auf den Spoon-Killer? Was ist das denn? Ist das ein Easter Egg auf dem? Mega lustig. Kann ich mir anders nicht vorstellen. Vor allem, dass sie das Englisch gesetzt haben, ne? Waren ja deutsche Entwickler. Dementsprechend ist das ganze Spiel auch deutsch, aber okay. Ich verstehe. Witzig. So, das heißt, wir werden dann als nächstes erstmal den Jesper Story-Zweig machen. Macht ja am meisten Sinn. Und direkt im Anschluss kann man ja dann vielleicht mit der Main-Quest weitermachen, wobei die Main-Quest ja sogar 2 Sterne hatte, also sogar etwas schwierigere Quest. Mal sehen, ob das hinhaut. So, dann würde ich sagen, begeben wir uns auch direkt zu den tanzenden Nomaden, war es so? Irgendwie so. Ich darf mich ja hier offiziell eh nicht aufhalten, weshalb ich jetzt hier auch erstmal raus bin aus dem Kasernenviertel.
Wahrscheinlich muss ich da erst mal ein bisschen was machen. Ihr benötigt Nahrung, aber euer Groschenbeutel ist leer. Er legt ein Reh und bereitet das Fleisch zusammen mit etwas Salz an einer Feuerstelle zu. Theoretisch könnte man sowas wirklich mal machen, nochmal ein bisschen kochen, damit wir uns mal außerhalb des Kampfes heilen können. Ich meine, ich habe noch ein bisschen Brot und ich habe noch Käserad und sowas, also noch geht's. Aber da wir ja nicht die ganze Zeit Tränke nehmen dürfen, müssen wir auch darauf achten, dass wir ein bisschen Essen für außerhalb der Kämpfe haben, tatsächlich. Letztendlich ist das aber alles in Ordnung. So, kann man von hier aus eigentlich abkürzen? Kann ich hier irgendwie... Komme ich hier außen rum? Oder darf ich hier nicht rüber? Ich glaube, ich darf hier nicht rüber, oder? Oder? Komme ich hier irgendwie... Nein. Haben wir hier nicht irgendwo einen Stein, der mich rüberhieven kann? Oh, hier ist sogar offen. Ah ja, hier ist offen, aber ich darf hier nicht raus. Ne, die wollen nicht, dass man hier rausgeht. Ja, das geht nicht. Oh ja, ihr seht auch, dass die Welt hier hinten gar nicht richtig geladen ist. Das funktioniert nicht. Ach so, ja, die Map ist ein bisschen kleiner als über Skyrim, aber das macht nichts. Die ist trotzdem definitiv groß genug. Also, bis du da hier alles erkundet hast, das reicht trotzdem. Lieber eine kleine, überschaubare und befüllte Welt als eine viel zu große, leere Welt. Da bin ich super ehrlich. So, Ark Kaserne. Ich weiß nicht, warum genau es da reingeht, aber... Angeblich ist das kürzer. Es kann sein, dass das über irgendeinen Turm mich vielleicht direkt ins Fremdenviertel bringt oder so. Das kann sein. Nee. Gehört immer noch zum Kasernenviertel. Oh. Neuer Ort erreicht. Ach, guck an. Ah ja, tatsächlich. Das hatten wir noch gar nicht entdeckt. Na, siehste, dann wissen wir Bescheid. Und wo führt uns das denn raus? Nee, direkt ins Fremdenviertel. Was? Da waren wir noch nie? Krass. Okay. Passiert wohl. Gehen wir jetzt noch in die Taverne. Hier dann sowieso gleich hier ist. Ne, hier oben sind wir wirklich nie lang gegangen, das stimmt natürlich. Hallo? Nee, was habe ich denn gerade für eine Quest aktiviert? Optional. Oh, ich habe die falsche Quest aktiviert. Ich wollte nämlich gerade sagen. Freunde der körnigen Erquickung. Zerfließt vor Entzücken, wenn ein knuspriger Laib Brot von den meinen in eure Hände wandert. Ihr da! Du mit deiner Erquickung, ey! Könntet ihr einen ordentlichen Leib und... Naja, es ist eben frisch und gut und es duftet. Auch im Sitzen schmeckt unser frisches, duftendes Brot unvergleichlich. Eine wahre Wonne für jung und alt, für groß und klein. Die ist einfach durch. Also die ist einfach total durch. So, ich wollte jetzt eigentlich nur schnell in die Taverne noch rein. Zum tanzenden Nomaden. Es geht auch hier rein. Das wissen wir jetzt nicht. Ob die Butze uns wohl noch gehört? Wäre eigentlich super. Wie gesagt, das Angebot steht. Es ist 12:30 nachmittags und die feiern sich hier schon wieder die Birne aus dem Kopf, ey. Moment mal. Wahrscheinlich. Jawohl! Die Bude gehört sogar noch uns. Mensch. Dann ist hier ja der perfekte Abschluss für heute, Leute. Der perfekte Abschluss. Dann machen wir hier am Wochenende weiter. Werden dann mit Jesper im Tanzen Nomaden sprechen. Und dann mit den Valen-Zähmen beginnen. Obwohl, vielleicht mache ich auch erstmal andere Quests, die nur einen Stern haben oder so. Ich weiß es nicht. Aber die wissen auf jeden Fall, wie man lebt. Das stimmt. Die gönnen sich ganz gut. Wieder gut. Da könnte man sich fast davor stellen und sich fragen, wie kann man sich nur so hart gönnen. Ich weiß es nicht.